Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Leute, ihr habt mich in den Kommentaren auseinandergenommen. Ich habe einmal in meinem Discord gesagt, hättet ihr Bock auf ein Face-Reveal? Keine Sorge, Jungs, ich mache keinen Rückzieher. Diesen Freitag um 17 Uhr kommt ein Stream auf Twitch inklusive Face-Game, sprich so Face-Reveal und ich werde halt streamen. Deswegen kommt auf mein Discord drauf, erster Link in der Beschreibung. Da werdet ihr benachrichtigt oder geht direkt auf meinen Twitch-Kanal und lasst da ein Follow da und aktiviert da die Glocke. Oder ich fick dich gleich, wie fährst du? Hast du sie gerade geschlagen, Alter? Jo, was schlägst du sie, Alter? Frauen haben genauso viele Rechte wie du. Aua. Jo, hört auf, die Frauen zu schlagen, Alter. Jo, hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Jo, jo, ich will nicht nochmal sehen, dass ihr die Frauen schlägt, okay? Sehen. Hey, hör mal auf damit, Alter. Sie hat genauso viele Rechte wie du. Sie hat auch Gefühle. Jo, wenn du willst, beschütze ich dich. Das ist süß. Hey, chill. Bobby, aus. Bobby, mach Sitz. Bobby, setz dich hin, du Kelp. Spaß, Bobby, Spaß. Alles gut. Seh zu, dass du Land gewinnst, Junge. Bobby, jetzt. Chill doch mal, Bobby, jetzt. Oh, shit, Alter. Jungs, guck mal, ich sehe, was das Problem ist hier. Nein, chill mal, ich sehe, was das Problem ist. Ihr seid hier drei Jungs und ihr streitet euch um die hier bestimmt. Verpiss dich einfach. Ey, ich sag dir ehrlich, der beste von den allen ist der hier mit dem weißen T-Shirt. Der Opa, der ist schon, Alter, sag schon, Alter, scheiß mal auf. Junge, seh zu, dass du Land gewinnst. Bobby. Ich bin Kurde, ich hab kein Land. Was schlägst du mich, Alter? Jetzt musst du mich beschützen, ich hab dich auch vorhin beschützt. Junge, ich sag doch, dass sie jetzt aufhören soll. Ruf mal deinen Köter zur Seite, sag mal, Bobby. Spaß. Guck mal den an. Warum verstört das jetzt? Merkuli, hast du Angst bekommen auf einmal? Nachdem ich zahlreiche Frauen das Leben zur Hölle gemacht habe, ihnen den Spaß an GTA verdorben habe, sie sogar sich zusammengetan haben, um sich gegen mich aufzulehnen, hatte ich den Mut zusammengefasst und mich entschuldigt. Aber jetzt merke ich, egal wie sehr ich mich bemühen werde, jedem gerecht zu werden, wird es immer wieder Menschen geben, die dies nicht schätzen. Deshalb, tut es mir leid, muss ich dann der alte Berko werden. Ich bin der Motherfucker, haben wir ein Problem, ha? Haben wir ein Problem, Motherfucker? Ja, ich hab dir gesagt, leg dich nicht mit Gillette ab, Diana. Schießen Alter. In der Stadt ist verboten. Renn. Weg hier! Ja, was? Bullen sind da. Scheiße! Jetzt muss ich alles oder nichts geben. Fickt euch, Cops, Alter. Keiner legt sich mit mir an. Ey, yo. Ey, was soll das? Ey, was soll das, Alter? Was schießt du auf mich, yo? Yo, die Dame jetzt komm doch mal runter, yo. Was wird denn das, Alter? Digga, wie schlecht das Aim die hat, Digga. Ein paar Sekunden später. Leute, wenn ihr mitmachen wollt dabei, geht einfach hier, erster Link, zack. Ihr geht auf Deutsch, direkt auf Spielbeginn, macht euch hier einen Account. Dann lädt ihr euch den Launcher runter, ganz easy Installationsprozess. Dann seid ihr auch schon auf dem Launcher, der Server hat keine Allowlist, ihr geht auf Server, Hashtag 1, da bin ich meistens am Zocken und ja, dann seid ihr auch schon drauf. Easy. Egal was passiert ist, ich war's nicht. Ah, da ist der doch. Egal was passiert ist, ich war's nicht. Er hat auf uns geschossen. Er war das, zu 1000%. Was redest du? Ich war das nicht. Was laberst du jetzt? Hör mal zu. Sag, schrei nicht! Du warst das. Schrei nicht! Mein Gott, wenn ich sage, du warst das, dann warst du das. Mein Gott, Alter, wenn du auf dem Boden lagst mit Fragmenten im Gesicht, glaube ich nicht, dass du dich so gut dran erinnern kannst. Ich war das nicht. Ich hab sie gesehen, aber. Ich war das nicht, sag ich dir. Hör, sei mal leise jetzt. Ja? Er war das. Hört mal auf, rumzuschreien, Mann! Halt deine Fresse! Was ist denn los mit euch? Mach halt's Maul! Also ich hab nur gesehen, dass er mich bewusstlos hat. Nein, hör mir mal zu, Frau Dinger. Hör mal zu. Darf ich jetzt mal reden? Hör mal zu. Sei mal leise, Waschmaschine. Guck mal da hinten. Das hat der Krümel, die Mund zu. Sei mal leise, Waschmaschine. Was denkst du, wer du bist? Halt deine Fresse. Halt du deine Fresse, was denkst du, wer du bist? Du bist ein Ofen und Waschmaschine gemixt, Alter, laber mich nicht voll. Also halt jetzt mal deinen Mund, ja? Ich halt gar nicht meinen Mund, hab ich gesagt. Halt's Maul, dein Kopf sieht aus wie eine Klobrille, Alter, sei mal leise. Ja, guck mal, deine Nase, wie du... Die Nase des Mannes, so sein Johannes. Hast du Spaß mit ihm? Nimm mal den Schwanz aus dem Mund erstmal, ja? Ja, okay, viel Spaß. Sie keine Mechaniker? Digga, halt mal auf! Was schreist du mich an, du Pisser? Brauchen sie eine Abholung? Soll ich sie irgendwo hinfahren? Fährst du mich nochmal? Bist du weg vom Fenster, Digga? Komm, steig ein, ich nehm dich mit. Mir nicht auf den Sack, Digga, verpiss dich jetzt! Du scheiß No-Name! Du Meme! Komm jetzt deine Scheiße! Runter, Junge! Komm,
Wir gehen mal zu Groove Street. Was macht der? Er hat's falsch gemacht, der muss hier umfahren. Was geht denn hier ab, Alter? Jo! Jo, was geht hier ab, Mann? Ich und den! Warum schreist du, du Bastard? Was hast du gesagt? Spaß. Ah! FC muss, ne? What the fuck, Alter, was geht da ab? Digga, was macht ihr? Verdammte Scheiße, VDM, yo! VDM. Was ist VDM der Herr? VDM. Yo, Jungs, haut rein dann. Oh, sorry, Jungs. Tut mir leid. Was ist das denn für eine Karre, Art? Das Auto lenkt sich nicht so gut. Ich muss die Gürkchen auswechseln. Wechsel mal die Gürkchen aus. Ey, du Kackball, geh mal von meinem Auto runter. Halt deine Fresse, wie redest du mit dem Spaß, Jungs, Spaß. Chill doch mal jetzt. Mein Auto, meine Regeln. Haut rein, ihr Wichser. Oh, fuck. Oh, der hat mich getroffen. Bist du YouTuber oder so? Ich bin Kevin Bangers, hab ich dir doch schon gesagt. Ja, oh mein Gott, er hat das Burger-Auto. Jungs, ich hab keinen Tank reingeschissen. Ich will auch zu eurer Familie gehören. Wer will zu unserer Familie gehören? Ich bin Gelände. Was bedeutet denn für dich Familie? Familie? Also, sagen wir mal so. Sagen wir mal, ich hab jetzt einen Bruder oder eine Schwester, ne? Und die bleibt in der Waschmaschine stecken. Und sie will das, dann, weißt du, dann krieg ich sie. Weißt du, wie ich mein? Andere würden ihr Haus helfen, aber ich nicht. Und das bedeutet für dich Familie, oder was? Überspringen wir mal diese Frage. Familie bedeutet, Bruder, ich sitze am Tisch von unserer Familie. Wenn du Geld brauchst, ich gebe dir Geld. Wenn du Hilfe brauchst, ich gebe dir Hilfe. Wenn ich dir blasen soll, dann blase ich. Du hast einen Regenschirm, ja? Ein Regenschirm. Ich stecke mir diesen Regenschirm in meinen Arsch, damit jeder nass wird. Nein, warte. Hörst du mich? Hallo. Lack, was schreist du? Burger im Auto. Krosse Krabbe ist das. Dein Burger, Alter. Krosse Krabbe Auto. Guck mal, das Krosse Krabbe Auto. Von der Krosse Krabbe, wo sonst? Digga, bist du Admin? Bist du ein aus der Suppe? Was ist ein Admin? Hä? Ein aus der Suppe, Mann. Ein Engel. Engel. Was ist eine Suppe? Was ist ein Engel? Hä? Das musst du wissen. Was ist das? Reden sie da? Ich weiß nicht, was sie meinen. Du musst wissen, was eine Suppe ist und was ein Engel ist. Ich weiß nicht, was eine Suppe ist und was ein... Was ist das für eine Sprache hier, Alter? Sagen wir mal, hier steht deine Schwester, Mutter, deine ganze richtige Blutsfamilie. Okay. Sagen wir mal so, okay? Und hier stehen wir, Jimmy, Miffy, ich... Finn, alle von uns. Okay. Und du musst dich für eine entscheiden und die andere stirbt. Welche Familie nimmst du? Deine Eltern oder wir? Ich würde euch retten. Und warum uns? Weil meine Familie, ich hab die eh schon abgeknallt. Aber sagen wir mal, chillig. Die wären noch da. Deine oder wir nehmen jetzt deine Schwester, Oma, alle. Ja, dann wäre ich noch in meine Heimat gegangen, nach Kurdistan, hätte die anderen auch alle umgebracht, weil ich bin, ihr seid meine Familie. Verdammte Scheiße. Finn, Niffy, Miffy, ja, okay. Wir kennen uns doch schon jetzt langsam. Wärst du denn bereit, für die Familie alles zu tun? Ja, würdest du für die Familie sterben? Nein, würde ich nicht. Und warum?